Klinik am Südring. Dr. Simon Krothmann wurden soeben zwei Verletzte nach einem Autounfall angekündigt. Die erste Patientin hat allerdings noch eine weitere alarmierende Verletzung. 35-jährige Patientin, Zustand nach Autounfall, ist wohl frontal gegen einen Baum gefahren. Okay. Das ist aber, wo wollt ihr sie hin? Am besten hier vorne, gleich. Genau, hat eine Rippenprellung, ne, Schmerzen beim Atmen. Was auffällig ist, ist eine Schutzverletzung am rechten Bein. Da wissen wir noch nicht, Waffe haben wir jetzt nicht gefunden, ja. Wo die jetzt irgendwie herkommt. Ja. Genau, ansonsten, sie hat 0,05 Fentanyl von mir bekommen, darunter aktuell schmerzfrei. Mhm. Blutdruck ist stabil. Ja. Das sind mehr geschminkte Untersuchungen, Wunden, okay, weil sie kam nämlich von einer Zombie-Party. Ach, weil die sehen ja, ja täuschend echt aus, ja, ne? Das hier, genau, aus, aber die sind wir durchgegangen, also okay, das war alles in Ordnung. Ja. Druckverwandt, ja. Blutung ist gestillt. Ja. Eine Schussverletzung, aber so arterielle Versorgung, alles in Ordnung? Nee, Arterien nicht getroffen, ist aber keine Austrittspforte an der Rückseite. Das heißt, okay, ist, die Munition ist noch drin, ja, im Bein. Was? Ja? Ich habe eine Schussverletzung. Ja. Müssen, bleiben Sie einmal kurz ruhig liegen, ne? Ich habe doch einfach nur einen Knall gehört, einen lauten, und ich habe das Lenkrad verrissen. Warum habe ich denn jetzt eine Schussverletzung? Na, müssen wir einmal klären, Frau Wagner, ne? Wir laden Sie jetzt mal gerade um, Frau Wagner, ja? Zum Glück fanden sich mein Team und ich sehr schnell an der Unfallstelle ein, konnten die Patientin schnell versorgen und auch sehr schnell diese, den Blutverlust und die Wunde als Schusswunde identifizieren, einen Druckverband anlegen. Wo ist mein Freund? Ja. Was habe ich denn gemacht mit dem? Ich wollte das nicht. Alles Gute, Frau Wagner. Tschüss. Ja, vielen Dank. Danke, tschüss. Wir schauen jetzt. Geht mal das mit dem Atmen? Geht's? Das tut schon weh. Wir müssen auf jeden Fall, können wir schon mal beim Röntgen oben anrufen, dass jemand kommt. Einmal wegen einer möglichen Rippenfraktur. Ja. Gleichzeitig auch Schädel und HWS. Und gleichzeitig auch die untere Extremität, Oberschenkel in zwei Ebenen, wegen einer Schussverletzung, wegen einem Projektil, wegen einem festsitzenden Projektil. Okay. Und dann auch gleich im OP anrufen, dass die das fertig machen, weil das Geschoss steckt noch und muss rausgeholt werden. Okay. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Nein, nichts, soweit alles in Ordnung. Einmal Schussverletzung. Okay. Gut. Wie ist das mit der, das scheint eine Schussverletzung zu sein. Hallo. Kann ich gleich mal besprechen? Der Herr war gerade eben auch beim Verkehrsunfall dabei. Ja. Ja, er hat eine schwere Kopfverletzung. Ich denke mal auch Gehirnerschütterung. Ja. Der linke Unterarm ist frakturiert. Ja. Wie schwer muss irgendwie durch Bildgebung gecheckt werden? Ja. Also ich habe ihn jetzt nicht intubiert oder sonstiges. Er ist auch noch da, klärt langsam ein bisschen auf. Da müssen wir mal gucken. Okay. Ne? Bei ihr ist irgendwie Schussverletzung irgendwo dir? Schussverletzung. Bei ihm jetzt nichts. Ne? Also dahingehend nichts gefunden. Nee, oder? Also er hat keine Schussverletzung. Er hat zwar hier irgendwelche Waffen dabei. Also ich denke mal, die wollten auf irgendeine Veranstaltung, aber. Nee, Schussverletzung. Ja, und die Wunden sind auch alle künstlich, weil hier auch. Ja, genau, das war erstmal ein bisschen schwierig, das genau zu sehen. Aber hier das an der Nase und so, das ist alles aufgeschminkt. Lediglich hier vorne hat er eine Platzwunde. Die habe ich auch versorgt insoweit. Ja. Und wie gesagt, der Unterarm ist halt frakturiert. Ne? Also die Verletzungen oder diese Schminkmuster an Verletzungen, die im Gesicht waren, also die sahen schon sehr echt aus. Also man musste wirklich genau hinsehen, um zu sehen, ob da eine echte Wunde ist oder nicht. Also die waren schon, das sah schon sehr echt aus. Alexander Hedkamp will gerade die Übergabe an Dr. Krothmann beenden, als Schwester Selvia eine Entdeckung macht, die zu einem schlimmen Verdacht führt. Und die Wunden, wie gesagt, außer der. Genau. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh Gott, ach du, was ist Scheiße! Denn? Das sieht aus wie eine echte. Oh nein, boah, was ist das? Ey, wo kommt die denn her? Wo kam die denn her? Sie mal, ist das Ihre? Was ist das denn? Ja, das ist das Ihre? Ja. Wie, was machen Sie denn mit der Waffe? Was ist das denn? Was ist das denn? Kacke? Die habe ich mitgenommen. Wir haben die Pistole sofort sicher verwahrt. Und der nächste Schritt ist die Information der Polizeidienststelle, die dann die weiteren Vernehmungen aufnehmen würde. Meine Güte, das ist unfassbar. Die ist wirklich echt. Ich habe nie eine echte Waffe gesehen. Also ich fahre jetzt erstmal mit ihr zum Röntgen. Sie geht zum Röntgen, danach in den OP. Genau. Und ihn haben wir auch schon angemeldet, von daher geht er gleich hinterher. Angemeldet. Wir können einen Schritt los. Ja, ja, das kümmern wir uns später drum. Ne? Also wir bringen den auch noch mit nach oben. Danach bin ich, machen wir die Papiere fertig. Und dann, falls noch irgendwas ist, kannst du mich auch noch sorgen finden. Super, vielen Dank. Also selbstverständlich waren wir daran interessiert, was es mit der Pistole auf sich hatte. Nur hat die medizinische Versorgung in diesem Fall mehr Priorität gehabt. Und diese Unruhe und Aufregung, die dadurch entstanden wäre, die hätten wir in dem Moment auch nicht gebrauchen können. Wir mussten uns auf die Arbeit konzentrieren.
Aber der Verdacht, dass der Lebensgefährte auf seine Freundin geschossen hat, war sehr groß. Ob sich hier ein Beziehungsdrama abgespielt hat, wird sich nach der OP herausstellen. Erst übernimmt Dr. Krotmann seine nächste Patientin mit starkem Ausschlag im Gesicht. Deren Freundin drängt sie aber dazu, ihre weiteren Beschwerden zu äußern. Krotmann, hallo. Oh, was haben Sie? Haben Sie was im Gesicht? Oder? Ja, bitte. Oh. Ah. Das ist Neurodermitis. Nein. Neurodermitis? Okay. Ja. Sieht nicht danach aus. Nee, ne? Sieht nicht so ganz danach aus. Aber ja, sind Sie jetzt nur so oder wollten Sie mit reinkommen? Dann also, könnten wir das. Die Dame hat sich den Popo bleachen lassen. Okay. Und kann sich jetzt nicht mal hinsetzen und gar nichts, ja? Mach mal drin. Besprechen wir drin. Die Freundin hat eingeworfen, dass lautstark, dass es um ein Analbleaching ginge, woraufhin ich die beiden dann erstmal beruhigt habe, um sie nach hinten zu nehmen, damit nicht das gesamte Personal oder die Leute im Wartezimmer da mitbekommen, was abläuft. Worum geht es? Es ist gar nicht so schlimm, wie meine Freundin tut. Okay. Doch, ist das. Das ist nicht. Sie kann sich nicht mal hinsetzen. Sie hat sich den Popo bleachen lassen und kann sich nicht mal hinsetzen jetzt. Ah. Hm? Und die übertreibt. Ja? Nein, ich übertreibe. Das geht schon von selber weg. Was haben Sie da gemacht oder was haben Sie da genommen oder irgendwie wo? Ja, ich habe mich selber gebleached. Okay, und da, womit macht man das? Mit was für einem Mittel oder haben Sie das Mittel mitgebracht oder? Ich habe mir das bestellt. Auf Nachfrage hat die Patientin dann gesagt, dass sie sich ein Bleachmittel im Internet bestellt hat, was eine Katastrophe eigentlich ist, weil nicht mal klar ist, was da überhaupt für Mittel drin sind. Meistens irgendwelche chemisch sehr stark reizenden Substanzen, die dann gerade in diesem sehr empfindlichen Körperteilen zu starken Narbenbildungen führen kann und damit für den Rest des Lebens eher Probleme. Von daher ist dahingehend von solchen Geschichten auf jeden Fall abzuraten. Was gleich unter dem Rock der Patientin zum Vorschein kommt, hat selbst Dr. Krotmann in diesem Ausmaß noch nie zu Gesicht bekommen. Boah, wie sieht das denn aus? Das ist ja vollkommen entzündet, vollkommen gerötet, entzündet. Boah, was haben Sie da denn gemacht? Boah, das geht nicht. Also da müssen wir, wir müssen Sie weiterweisen. Sie gehen auf eine andere Station zur Gynäkologie. Das muss anders untersucht werden. Das können Sie so nicht lassen. Und das geht gar nicht. Also so irgendwelche Mittelchen zu nehmen und in einem Bereich, der sehr empfindlich ist, irgendwas draufzuschmieren, irgendwelche eine Chemie draufzuschmieren. Sie können sich da alle möglichen Vernarbungen holen, wo Sie dann ihr Leben lang damit zu tun haben. Die Patientin sollte dann auf die gynäkologische Station weitergeführt werden zur weiteren Untersuchung. Und ich habe dann sie noch mal darauf angesprochen, auf die doch sehr starke Schminkabteilung, die da in ihrem Gesicht zu sehen war und eben auf ihre Entzündungen um den Mund herum. Und gleichzeitig hat die Freundin immer wieder auch eingeworfen, dass sie mehr oder weniger stundenlang vorm Spiegel steht und alle möglichen Kosmetika im Gesicht verwirkt. So, und was nehmen Sie außer? Also das ist nur von der Schminke, das ist aber dann eine ganz normale Schminke oder irgendwas Besonderes? Ich mache die tägliche Pflege wie jeder andere auch. Meine Freundin, die meint immer, ich übertreibe. Ja, aber das ist keine Neurodermitis, das sieht ja ganz typisch aus. Man nennt das so eine, wie so eine Entzündung der Haut um den Mund, so eine Dermatitis, die durch die Kosmetik, die Sie nehmen, entsteht. Kann doch nicht sein. Doch, das ist so. Andere benutzen jetzt, ja auch Kosmetik. Ja, aber jeder, der eine hat eine bessere Haut und verträgt mehr. Also, das Einzige, was Sie machen müssen, Sie müssen aufhören. Sie dürfen nichts mehr nehmen, keine Pflegeprodukte, gar nichts. Und das müssen Sie durch. Nicht. Sie müssen das 4 Wochen durchhalten. Ich muss aber mich schminken. Dann haben Sie für den Rest des Lebens. Wie soll ich denn dann aussehen? Oder wenigstens das funktioniert nicht. Wenn Sie das loshaben wollen, müssen Sie eine Zeit vollkommen ohne sein. Bei der Patientin war klar, dass es sich nicht um eine Neurodermitis, wie sie meinte, handelte, sondern um eine sogenannte periorale Dermatitis, das heißt eine Entzündung um den Mundbereich aufgrund von meistens Kosmetika oder anderen Externa, die auf die Haut aufgetragen werden. Und die einzige Therapie, die da hilft, ist einfach das konsequente Weglassen jeglicher Kosmetika über einige Wochen. Und das auch beizubehalten und durchzustehen, obwohl sich in den ersten 1-2 Wochen eine Verschlimmerung des Zustandes einstellt. So, also ich mache draußen noch einen Schrieb für den Hausarzt fertig, dass er weiß, was Sie haben und wie Sie sich verhalten sollten. Und dann müssen Sie wirklich sich entscheiden, irgendwas dafür zu tun, ne? Also einfach die Sachen einmal weglassen, weil die enorm auf
reibend und entzündlich auf die Haut wirken. Ne? Und dann wird das schon wieder. Okay? Gut, dann erstmal alles Gute. Ja, ich fahre jetzt hoch in die Gürtel. Ja, ist in Ordnung. Ja, genau. Und dann den Schrieb mache ich dann gleich draußen. Die Röntgenbilder sind da. Nachdem die Patientin dann in die Gynäkologie verabschiedet wurde, bin ich zurück zum Beifahrer, der mittlerweile vom Röntgen zurückkam und über das Röntgenbild eindeutig eine komplette Unterarmfraktur festgestellt werden konnte. Der Arm ist gebrochen, beide, sowohl die Speiche als auch die Elle. Von daher kriegen sie, es muss aber nicht operiert werden. Es ist ein glatter Bruch. Wenn der Arm eingegipst ist, gehen Sie auf Station hoch. Ja. Und wegen der Gehirnerschütterung werden wir Sie 24 Stunden hier behalten, zur Kontrolle, dass nichts Schlimmeres passiert ist oder nicht irgendwelche Blutungen noch auftreten. Wenn alles in Ordnung ist, dann können Sie morgen das Haus wieder verlassen. Ne? Aber die Nacht über müssen Sie auf jeden Fall hier bleiben. Ja. Ihre Freundin, die ist immer noch im OP, es war kein Durchschuss, sondern ein Steckschuss. Das heißt, die Patrone ist immer noch in den Weichteilgeweben und muss operativ einfach entfernt werden, weil es anders nicht geht. Bei den Schussverletzungen ist das A und O die Entfernung der Patrone, weil diese selbst einmal sehr infektiös wirken kann und damit vom Körper eine starke Entzündung oder Infektion herbeiführt und von daher auf jeden Fall entfernt werden muss. Doch wie und warum es zu dem Schuss kam, ist immer noch unklar. Das Team der Notaufnahme befürchtet, dass der Mann seiner Freundin etwas antun wollte. Soweit ich das jetzt so sehen kann, wird sie ihr Bein behalten und es wird dann auch alles wieder normal, wird alles wieder normal verheilen. Sie wird wahrscheinlich eine Zeit lang damit Probleme haben, je nachdem, wie viele Weichteile zerstört sind. Zumindest wird sie ihr Leben lang daran erinnert werden. Ne? Und von daher kommen wir dann natürlich dazu, wie sie an so eine Waffe kommen. Wie kommen Sie dazu, eine echte Pistole mitzuführen? Die habe ich mitgenommen von meinem Vater. Von dem Vater? Im Schrank, ja. Und der ist Jäger oder was ist der? Der hat einen Waffenschein. Okay, und dann liegen dann die Waffen da am Frühstückstisch? Nein, die waren zu und ich bin da reingegangen. Ich wollte einfach eine Waffe nehmen. Wie einfach und, so. Ja. Und ich wollte die entladen. Ich habe die ganze Patronen rausgeholt, aber ich hätte nicht gedacht, dass da noch irgendwo eine Patrone drin ist. Aber das ist ja so, wenn Sie das. Es ist ja meist immer eine Patrone noch im Lauf. Durch die Tatsache, dass es eben eine scharfe Waffe war, war dann auch klar, wie der Unfallhergang sein musste. Nämlich, dass ich durch ein Unglück irgendwie eine Patrone oder einen Schuss aus der Waffe noch gelöst hat. Nämlich die Patrone, die er aus dem Lauf nicht entfernt hatte, obwohl er das Magazin entsorgte. Und somit seine Freundin unbeabsichtigt im Oberschenkel traf, die dann natürlich vor lauter Schmerz und Schock das Lenkrad verriss und gegen den Baum prallte. Also das wird auf jeden Fall noch ein Nachspiel haben. Ne? Also die machen jetzt wieder nicht unbedingt den Eindruck von von so einem Freak oder waffennah, aber trotzdem wird die Polizei informiert, die dann dem nachgeht, wie das überhaupt zustande kommen kann und was das dann für Konsequenzen hat. Werden Sie mit der Polizei dann regeln müssen. Ne? Nach den polizeilichen Ermittlungen wird sich der junge Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Weil seine Freundin die OP gut überstanden und keine Anzeige erstattet hat, erwartet ihn voraussichtlich nur eine milde Strafe oder Verwarnung.